Seit meiner Jugend faszinieren mich Träumer und Visionäre, die sich etwas vorstellen können, das den meisten unmöglich erscheint. Heute wird utopisches Denken meist belächelt oder verunglimpft. Aber jeder großen Errungenschaft der Menschheit ist eine wagemutige Idee vorausgegangen. Wir schaffen uns oft die Realität, die wir zuerst erdenken. Der utopische Traum von sozialer Gerechtigkeit ist die langsam aufgehende Hefe einer besseren Gesellschaft. Insofern ist die Zukunft schon unter uns, nur sehr ungleichmäßig verteilt. Dies ist eine Reise zu den existierenden Oasen der Freiheit, zu den Freiräumen, die die Utopie schon geschaffen hat. El trabajo una utopía, la vivienda una utopía, la dignidad una utopía, la capacidad de decidir una utopía. Hemos conseguido muchas utopías convertirlas en realidad. Diese Geschichtsauffassung, dass der Staat, dass der Kapitalismus, dass der Nationalismus einfach eine Realität ist, die wir jetzt akzeptieren müssen, dass es keine andere Alternative gibt, das ist die eigentliche schwachsinnige Vorstellung, die uns aufgezwungen wird. Die Ikarioten, die haben genug Zeit, die haben keine Uhr. Und das ist ein Luxus, was wir haben. Und ich sehe das und ich genieße diesen Luxus, die mir diese Insel gibt. Marina Leda. Ein Städtchen wie jedes andere in Andalusien, könnte man meinen. Und doch ist hier vieles anders. Nach einem jahrzehntelangen Kampf haben die Einwohner eine solidarische Welt geschaffen, die anderswo als utopisch gilt. Zusammen mit dem aus Andalusien stämmigen Dichter José Oliver besuche ich dieses kleine Wunder. Hasta el cerro ese para arriba, donde no está sembrado. Lo que el olivo está bajo nuestro, este también, y casi, digo yo, más o menos 8 kilómetros, más. Y así de aquí, de ahí hasta la otra punta. Son 1.200 hectáreas, 352 son olivo, y los demás son algodón, pimiento, haba, trigo, pipa y mucha variedad. Cultivo que tiene rotación de todo el año. Aquí pertenece cooperativista, ese pertenece, antes pertenecía al duque del Infantado, el propietario, y a ese pueblo, Marina Leda, ha luchado para conseguir la tierra, como dice la gente izquierda, la tierra para el pueblo. Esa tierra hasta ahora pertenece a la Junta de Andalucía. Nosotros explotamos como fuera nuestra. Y los cooperativistas hacen sus reuniones, hacen plan de explotación, hacen todo lo que hace falta para llevar la tierra y sembrarla y recogerla y venderla. Consigue la tierra, te da ya como la posesión de algo que no es tuyo. Te da un derecho de trabajo a todo el pueblo, porque ofrece el trabajo al pueblo de Marina Leda. Ende der 70er Jahre gab es hier 60% Arbeitslosigkeit. Die meisten waren Bauern ohne Land. Heute arbeiten viele in genossenschaftlichen Betrieben. Alle wichtigen Entscheidungen werden in wöchentlichen Assemblées, in Versammlungen getroffen, zu denen alle eingeladen sind, auch die Jugendlichen. ¿Tú recuerdas algún momento como de aquellos tiempos cuando tenía 13, 14 años? Claro, no me acuerdo con Pues era para conseguir aquello para trabajar, para tener un futuro para nuestros hijos y para nosotros y para nuestros hijos, claro. Por eso vaya que lo conseguimos, ¿no? Que está ahí trabajando y está. Claro. Y se volcó todo el pueblo, papá. Todo el pueblo, ¿no? No había nadie allí, quien fallaba. Allí ni... muy poquillo que no iba. Muy poco. Allí cuando íbamos. 500, 600 personas, y hasta 1.000 personas vemos ahí. ¿Todos los días?
Todos los días yo. Todos los días. Y andando hasta allí, hasta el cortillo. ¿Y cuánto tiempo tardó hasta que ya consiguieron los primeros...? Primero conseguimos el agua. Y cuando ya nos dieron el agua fue cuando fuimos a la tierra. Ajá. El agua para regar. Claro. Para regar la tierra, claro. Claro. Eso por lo menos 14 o 15 años. Nos tiramos nosotros. 14 o 15 años. Claro, nos tiramos. Porque esto ha sido un símbolo para todo, claro, para España, para todo el mundo, Andalucía, para el mundo entero. Nosotros hicimos una huelga de hambre durante 14 días en los años 80 y fue un grito, una explosión, de decir, oigan ustedes que aquí existen, pues los tenían olvidados, aquí existen los jornaleros que reclaman trabajo y que reclaman dignidad. Entonces nosotros rompimos eso con esa huelga de hambre y a partir de ahí empieza la lucha por la tierra con cientos y cientos de ocupaciones por toda Andalucía. Lo más grande es conseguir tierra mediante lucha, o sea, que mediante lucha y sin muertos hayamos conseguido quitarle la tierra a un duque y tocar el santo santorum del capitalismo, que son los medios de producción. Y que un medio de producción privado y ancestralmente privado en manos de terratenientes pase de un salto a manos de los jornaleros. José, ein Städtchen voller Dichter und Revolutionäre, dieses Marina Leda. Hier, Antonio Machado. Antonio, Don Antonio Machado. Es war ja der Dichter, der als erster die Unterscheidung zwischen Traum und Illusion geschaffen hat. Allein durch seine Verszeilen. Caminante no hay camino, camino se hace al andar. Wanderer, es gibt keinen Weg, Weg entsteht beim Gehen. Aber du musst es jetzt begreifen, den Augenblick, und dann das zur konkreten Utopie machen. Ja, und deswegen das Motto jetzt von Marina Leda heute. Utopia hacia la paz. Utopia hacia la paz. Utopia hacia la paz. Also muy die bien. Utopie in Richtung Frieden. Genau. Auf zum Frieden. Aquí lo que pasa es que el modelo de autoconstrucción ha seguido para adelante. Y con la misma filosofía, el ayuntamiento sigue facilitando el terreno, te sigue facilitando los materiales junto con la Junta, y el autoconstructor lo único que pone es su trabajo. Pagas por el terreno y luego después lo que es los materiales te los facilita y luego después tú lo vas pagando a poquito a poco, en mensualidades de 15 euros. Lo que nosotros pagamos, por ejemplo, al mes son 15 euros para pagar los materiales que nos facilita lo que es el ayuntamiento y la Junta. Marina Leda hat ein Kulturzentrum, ein Rathaus, ein Schwimmbad, eine Sporthalle, einen Park, aber es hat keine Polizei. Die wurde vor Jahren abgeschafft. Sie ist seitdem kein einziges Mal gebraucht worden. Esta guardería era un sueño para las mujeres en general, porque desgraciadamente las mujeres en el mundo rural somos doblemente discriminadas por ser mujeres y por vivir en el mundo rural, por no tener independencia económica. Entonces el ayuntamiento apostó por que hubiese una guardería asequible a todas las familias para que la mujer se pudiera incorporar en el poco o mucho mercado laboral que hubiese. Hace 24 años solo existía la temporada de la aceituna y demás, pero dio un respiro y un cambio revolucionario en el tema de la mujer a la hora de tener dónde deja a su niño, que ya no era un espacio social, sino también educativo. Nosotros vivimos ese sistema, como dicen, local. Todo el mundo dice que tiene que cobrar igual, todo el mundo tiene que trabajar igual, pero estamos abajo de la presión del mercado para la venta y para la compra. Nuestro sindicato ha sido más anarquista que comunista. Menos de burocracia, más de asamblea, más de acción, más de movilización, más de respeto a la libertad profunda del ser humano. El gran problema de la izquierda es que no tiene respuesta clara al sistema
y que no enfrenta, sino que se somete o dulcifica el sistema creyendo que el capitalismo puede ser humanitario. Y el capitalismo nunca será humanitario, porque son dos conceptos antagónicos. El ser humano y el capitalismo son antagónicos, porque el capitalismo necesita destruir al ser humano, convertirlo en una mercancía, convertirlo en un esclavo del siglo XXI, para que sea un robot que produce, que se tira a la basura cuando deja de producir, y sin derechos, sin libertades. Andaluz se deja aceitunero altivo, pregunta mi alma de quién son estos olivos andaluces. Deja, no lo levanto la nada, ni el dinero ni el señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor, unidos al agua pura y a los planetas unidos. Los tres dieron la hermosura de tus troncos retorcidos, andaluces, deja. Nöte war mir doch das Geld vergönnt, dass ich eine neue Flöte meinen Liedern kaufen könnt. Eine Flöte drauf, ich bliese kummerfreie Melodien. Mitten in Deutschland, im thüringischen Wald, steht seit bald 100 Jahren die Bakunin-Hütte. Benannt nach dem berühmten russischen Anarchisten. Erbaut von Aktivisten aus der Umgebung, heute betrieben von einem Wanderverein. Der gemeine Bürger stellt sich ja unter Anarchismus für so unglaublich Schreckliches vor. Also irgendwie Gewalt und Chaos und Niedergang und Missachtung aller Rechte und aller Traditionen und allem, was irgendwie wertvoll ist. Schön von Holz, doch nicht von Pappe, sei mein Instrument gebaut. Also Anarchismus ist ja erst einmal eine Geisteshaltung, nicht? Wie würdet ihr die beschreiben? Ich hatte gedacht, es ist eher so eine Art Organisationsform, wo halt keiner das Recht hat, über jemanden anders zu bestimmen. Und jeder nur die Stimme, also jeder für sich entscheidet. Und weil man aber natürlich in der Gesellschaft ja auch Sachen mit anderen logischerweise zusammen machen muss, halt dann über bestimmte Dinge in der Gruppe entscheidet, und zwar in der Gruppe von den Leuten, die davon betroffen sind, und dass sozusagen die Entscheidungen halt von der Basis kommen, eigentlich im Prinzip ja da Basisdemokratie, finde ich. Eigentlich ist es ja bloß Basisdemokratie, wo halt jeder Mensch ernst genommen wird in der Fähigkeit, das für sich selber zu entscheiden. Mit den anderen, also zum Wohl auch der Gemeinschaft oder so. Und was ich halt echt zum Kotzen finde, ist, dass dann immer alle Leute, wenn du mit Anarchismus ankommst, so anfangen, so, ja, dann geht ja alles drunter und drüber und dann machen sie alle, was sie wollen und schlagen sich die Schädel ein. So. Ich meine, was heißt das im Endeffekt? Dass der Mensch hauptsächlich ein Interesse daran hat, den anderen den Schädel einzuschlagen. Ja, das ist ja Quatsch. Dass sich die Köpfe einschlagen, das ist ja meistens, wenn der Staat das organisiert, oder? Also allein von den Zöpfern her. Ja. Für mich ist Anarchismus einerseits eine Schule des kritischen Denkens, andererseits des widerständigen Handelns. Und diese zwei Momente sind sehr wichtig, weil sie sich gegenseitig natürlich bedingen, motivieren. Das heißt, einerseits ist es aufgrund einer sehr skeptischen Grundeinstellung gegenüber Hierarchie, Autorität, Macht, Konzentration von Vermögen und anderen Privilegien eine einerseits befreiende, andererseits aber auch sehr nützliche Haltung. Äh,
Es ist ja kein Zufall, dass das Wort frei 6-mal vorkommt. Das ist eine Oase des freien Denkens, Zusammenkommens, Wirkens von Anfang an gewesen, oder? Absolut. Von Anbeginn, als die syndikalistische Ortsgruppe von Meiningen hier sich einen Ort geschaffen hat, an dem sie sich gerne trifft, war es mit diesem freiheitlichen Ideal verbunden, ja. Wir können uns wahrscheinlich heute gar nicht vorstellen, was das für eine Oase für die war, weil die hatten ja nicht keine Freizeit im heutigen Sinne, keinen Urlaub, das gab es ja alles nicht. Richtig, genau. Also der Tourismus beschränkte sich wahrscheinlich damals wirklich auf solche Orte wie hier, dass man hier auch mehrere Tage bis zu einer Woche am Stück Urlaub verbrachte. Als sich die Hütte etablierte, gab es auf dem ganzen Grundstück viele Bänke und Tische, wo sie rumsaßen und sich einen schönen Tag machten, wenn das Wetter entsprechend war. Also sind mit Instrumenten wirklich von Meiningen hier hochgepilgert. Ja, mit Instrumenten und auch wirklich in schöner Sonntagskleidung. Insbesondere als dann so Sachen errichtet wurden wie das Kettenkarussell, was selbst erdacht und erbaut wurde von den Syndikalisten vor Ort, was weit und breit nur einmal gab in der Region, entwickelte sich das zu einem immer beliebteren Ausflugsort für Familien. Aber es kamen ja auch Leute, die national, sogar international berühmt waren. Also Erich Mühsam war zum Beispiel hier. Richtig, genau. Es war nicht nur Ausflugsort für die Familien aus der Region, sondern auch darüber hinaus, wie sie selbst schrieben in der Syndikalist, die Wochenzeitung der Syndikalisten damals, dass es eine Ferienstätte der Bewegung war. Als Schulungs- und Ferienheim der Bewegung galt die Bakuninhütte Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre. In den Jahren des Nationalsozialismus und der kommunistischen Diktatur wurde die Bakuninhütte zweckentfremdet, wurden alle freiheitlichen Strömungen ausgetrocknet. So auch in Spanien, wo eine große anarchistische Bewegung nach 1936 von Faschisten und Stalinisten brutal zerschlagen wurde. Wenn man sich die großen historischen Scheidepunkte des 20. Jahrhunderts anguckt, dann wird man überall feststellen, dass Anarchisten als Erste erkannt haben, dass die gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen in die falsche Richtung gehen. Ganz, ganz früh schon in Russland, schon 1918 und ähnliche auch in Spanien nach 1936, dass die Anarchisten eigentlich erstaunlich hellsichtig waren und immer wieder idealistische Kommunisten gewarnt haben, dass sie eigentlich nichts anderes sind als Erfüllungsgehilfen in einem extrem zynischen und brutalen Spiel von Stalin. Auch in Bulgarien wurden die rebellischen Kräfte verfolgt und ermordet. Wer eine Alternative zum Herrschenden aufbauen will, wird meist mit Gewalt daran gehindert. Schon während des Kampfes gegen die osmanische Herrschaft im 19. Jahrhundert waren einige bulgarische Revolutionäre vom Anarchismus inspiriert, so etwa der größte Dichter des Landes, Christo Botev. ...1903 kam es zu Aufständen in den noch osmanisch besetzten Landesteilen. Im Südosten wurde für kurze Zeit eine freie Republik errichtet, nach dem Vorbild der Pariser Kommune. Jambo im Südosten des Landes ist so etwas wie die Hauptstadt des bulgarischen Anarchismus. Nach dem Ersten Weltkrieg war das Land als Bündnispartner des Deutschen Reichs besiegt und zerstört. Waren Hunderttausende tot. Es gab weit verbreitete revolutionäre Tendenzen, die erst durch die vereinten Kräfte von Polizei und Armee niedergeschlagen wurden. Einer der Generäle sagte damals, Bulgarien kommt auch ohne Jambo aus. За мен истинският герой на българската история на целия 20 век не е Георги Димитров, а е Георги Шайтанов. Георги Шайтанов е много странна личност, един изключителен публицист, блестящ ум според мен и истински представител на това, което аз наричам просветен български анархизъм от 20-те години на 20 век. Освен че е блестящ публицист, той е удивително харизматичен бил. Успявал е страшно лесно и
и със сигурност заобеждава дори и най-сериозните си опоненти сред средите на Федерацията на анархистите в България. Странна личност. 17 годишен става нелегален ученик. Пак Ямбол е станал място, където се е случило нещо страшно. На 26 март 1923 година е свикан напълно санкциониран от властта, легален, протестен митинг срещу една наредба на централната власт, тогава на властта земеделците, за изземване на оръжието от населението. Митингът е разрешен, само че в последния момент властта решава да го забрани. И препълнение с хора площад внезапно се оказва ограден от войска. Една кратка, много тънка провокация и митинга не само е разгонен, а се е превърнал в касапница. Отворила се вратата на ада. Започва преследването. Разгонването е прераснало в преследване, а след това е прераснало и в арестуване на всички по адреси и закарвани в една казарма. И в тази казарма са избивани. Избивани са и при това градската легенда говори, че те са избивани с ножове, с щикове, с колове, за да не се тревожи гражданството, да не чува посред нощи изстрелите. Der Militarismus hat immer wieder gewonnen, auch wenn das Land und seine Menschen immer wieder verloren haben. Weiterhin werden Armee und Krieg verherrlicht, während kaum jemand sich an jene erinnert, die gegen den Militarismus gekämpft haben. Schejtanow war auch ein begnadeter Publizist, der den Dichter Geo Milev und seine Literaturzeitschrift mit Rat und Geld unterstützte. Wie viele andere wurde Geo Milev 1925 ermordet, wegen eines einzigen Gedichts. Оставете тук всяка надежда, писа някога ръката на Данте над вратите на Ада. Но Данте беше Анданте и разнищваше мъдра пророческа прежда през цялата древна и нова световна история. Данте беше Анданте, страх и терор без надежда. Ние сме Престо, галоп, първия скок изпреварен от втория, злочесто салтоморталя, на всички грехове раздрали, жестоко с отрова плътта и душата. Живота ни цял е там, сред джупел и плам. Девет спирали кръг подир кръг, девет кръга от мъка, от плен и огнетене, кръг подир кръг, девет извиват се Престо в спирала, адът е само за нас и на хало зловещи пусниме спирала. Адът е само за нас. Събери си сърцето и ето, падай с трасък, прасък, право в провала. Естествено, че се е страхувала и до такава степен е била подла властта, че своите страхове се опитвала да пренесе и в тъй наречената средна класа, да го кажем. Анархистите са били истинска, през 20-те години говоря, истинска страшилка. Те ще не вземат жените. Те ще ни вземат имането, те искат всичко да е по-равно и така нататък и така нататък. Че в нашата държава, аз така си мисля, всяка власт е в една непрекъсната война със собствения си народ. Сега е малко безкръвна тази война, но тя продължава. Властта не просто не обича своя народ. Тя се страхува от него и затова му обявила перманентна война. In Bulgarien ging der Faschismus in den Stalinismus über, der die schwersten Repressionen gegen die Anarchisten richtete. Seit dem Zweiten Weltkrieg wurden laut offiziellen Polizeiangaben ein Drittel der knapp 3000 Anarchisten des Landes in Arbeitslagern und Gefängnissen inhaftiert. Von der rebellischen Tradition ist inzwischen wenig übrig geblieben. Сега някой ден трябва да настъпи отново на събуждане, нали? Защото нещата стават все по-нетърпими. До толкова нетърпими, че вижда последните 20 години, 25... 30 вече. 30 вече,
България намаля с 2 милиона души не измрели, а избягали. Но това е официалното. Да, това е официално. А не официално. Така че това е един признак, че нещата стават все по-зле. Тоест поводи за бунтарство колкото щеш. Просто чакаме кога най-после ще ферментира това настроение достатъчно, за да избликне. Репресивният апарат на болшевиките беше много голям, който и все още и продължава. И хората са оплашени. Да, дори и след тия 27-8 години все още усещат някакъв страх. Този дух е там, където е съвестта на българин. Не че е приспана. Тя е оставена да си стои вкъщи, защото на работното място тя не е необходима. За да правиш кариера, не ти трябва съвест. Точно обратното, съвестта пречи. Но пак надявам се, че ще дойде този момент, в който този дисбаланс. Човек не може да живее без съвест. Така не може да живее и без този стремеж към една свобода. В един момент нещата ще се прекършат. Не може да се огъва вечно до безкрай, без да се чуе много голямо пукване. 1971 sind meine Eltern mit mir aus der bulgarischen Diktatur in den Westen geflohen. Allerdings war selbst der eiserne Vorhang nicht so massiv ausgebaut wie heute die Außengrenze der Europäischen Union. Wer soziale Probleme nicht löst, muss Mauern und Zäune errichten, muss Grenzen mit allen Mitteln schützen. Eines Tages wird der staatenlose Student am Brenner aus dem Nachtzug geworfen, am Kragen gepackt, zur Tür geschubst, in der Polizeistation einem Kabuff verhört. Er habe kein Visum für Österreich. Er wusste nicht, dass er ein Visum für Österreich benötigte. Er versucht heimlich in den nächsten Zug einzusteigen. Er wird erwischt von einem Schatten mit Hund. Beide bellen ihn an. Im Kabuff wird die Grenzpolizei handgreiflich. Sie setzt ihn in den nächsten Zug Richtung Bozen. Sie hat Macht, er kein Geld. Er fährt schwarz zurück zum Brenner. Er geht zum Lastwagenparkplatz. Er spricht einen der Fahrer an, erzählt ihm seine Geschichte. Der Mann hört aufmerksam zu, dann lässt er ihn ohne Kommentar einsteigen. Keiner kontrolliert den LKW-Fahrer und seine Menschenfracht. Sie überqueren brummend die Grenze. Zuerst ist er erleichtert, später stolz. Er hat sich durch sein Tun zur Illegalität bekannt. In einem System der Unmenschlichkeit ist der Verstoß gegen die Gesetze eine humane Maxime. Im April und Mai 2016 protestierten über 1000 Menschen am Brenner gegen die Festung Europa. Es wurden Alternativen für ein solidarisches Europa gefordert. Mauern und Stacheldrahtzäune abbauen, hieß es. Für humanitäre Korridore und eine menschenwürdige Aufnahme. Als die Aktivisten auf die Polizei stoßen, kommt es zu einem Handgemenge. Als die Veranstaltung für beendet erklärt wird, prangt auf der Straße ein Spruch. Refugees, welcome to the EU. Es gibt eine gewisse Rhetorik der Legitimierung staatlicher Gewalt, die eigentlich überall und immer wieder neu aufgewärmt und dem leichtgläubigen Volk serviert wird. Eines der sehr lehrreichen Aspekte anarchistischen Denkens ist, dass man eine realistische Vorstellung bekommt, wie der Staat funktioniert und wie Macht funktioniert. Und das andere ist natürlich eine Erkenntnis, dass angesichts der Unzumutbarkeit der Verhältnisse das Einzige, was Freiheit in der Gesellschaft und ein gewisses Maß an Gerechtigkeit herstellen könnte, widerständiges Handeln ist. Bei mir persönlich war es so, dass
Mein Onkel Anarchist ist. Allerdings haben wir Bulgarien verlassen, als ich 6 Jahre alt war. Das heißt, ich glaube nicht, dass er mich zu dem Zeitpunkt schon überzeugt hatte. Und die erste Begegnung war, dass der Vater meines damals besten Freundes eine Sammlung anarchistischer Bücher hatte und darunter waren die ersten 3 oder 4 Ausgaben von Unter dem Pflaster liegt der Strand. Spuren einer kleinen, freien, größtenteils autark lebenden Gemeinschaft finden sich auf der griechischen Insel Ikaria. Sie war einst Teil des Osmanischen Reiches, dann vor über 100 Jahren kurz selbst verwaltet. Berühmt geworden ist sie durch den utopischen Roman von Etienne Cabé, Die Reise nach Ikarien. Dieses Buch habe ich irgendwann gehört, dass es existiert und ich habe das gekauft und ich habe gesehen, dass eine Gesellschaft beschreibt, die praktisch ähneln sich wie bei uns vor ein paar 100 Jahren in Ikaria die Leute gelebt haben. Ich habe in einer sozialistischen Gesellschaft gelebt, also ohne Sozialisten zu sein, weil da haben die nicht, damals gab es keine Theorie darüber. Die Ikarioten, die leben frei in einer Insel, die ein wunderbares Klima hat. Das Land gibt alles, was jeder braucht. Und die haben Zeit, die Leute. Wenn die Verabredungen machen, die sagen, gut, ich komme morgen. Und das Morgen heißt also, wenn die Sonne aufsteht, bis Mittag. Und wenn die sagen, ich komme Nachmittag, das bedeutet von dem Mittag bis da, wo die Sonne wieder runtergeht. Also wir haben Vormittag und Nachmittag. Das ist relativ, wir brauchen nicht. Wir haben Zeit. Ich habe Ruhe. Was die Ikarioten auch so als Charakter so beschreiben, ist, dass man hier keine Uhr kennt, keine Uhrzeit, kein Uhrzeitgefühl. Also alles geht, okay, ich habe etwas zu tun. Wenn ich damit fertig bin, dann treffe ich mich mit dich. Sonst geht das nicht. Und wenn ich im Feld endlich fertig bin, dann öffne ich mein Geschäft. Es gibt keine Uhrzeiten oder kein fixes Programm, wo der Tag dann sagt, okay, so und so wird's gemacht. Alles ist offen, soll ich sagen. Man braucht hier kein Handy zum Beispiel zu haben, weil man weiß, dass man jemanden treffen kann oder besuchen kann. Also das alles ist ganz anders wie in der Stadt. Ich arbeite bei der Frauenkooperative. Wenn ich zu Hause nicht fertig bin mit meiner Arbeit, komme ich nicht zur Arbeit. Dann komme ich halt später, weil es so ist. Unsere Arbeit ist, die ikariotische Früchte und Produkte weiter zu verarbeiten und zu verkaufen. Zum Beispiel mein Job ist, Marmeladen und Likörs den ganzen Tag zu machen. Und ja, es ist etwas Kleines, aber es ist etwas Wichtiges. Gerade in Griechenland, weil wir halt Krise haben, es ist halt wichtig, mit solchen kleinen Sachen ein bisschen voranzukommen. Zum Beispiel, man findet im Supermarkt keine ikariotische Marmelade oder ikariotischen Produkte. Und das versuchen wir halt so langsam ein bisschen rauszukommen. Leben mit weniger Stress hier, die Leute. Und das bringt uns Freiheit. Und so glaube ich, das ist ein Grund, wo die Leute hier länger leben. Also die Wissenschaftler behaupten, dass wir leben 10 Jahre mehr als das normale oder mittelmäßig. Natürlich, wo man lebt, ist es anders, wenn man also in Athen lebt oder in Wien oder in Berlin. Da hast du nicht die Möglichkeit, die Freiheit, also so die Zeit zu nicht zu akzeptieren. Da musst du pünktlich sein.
Sonst verlierst du sehr viel. Das Wort Anarchie hat zum ersten Mal Sophokles ernannt, als die Antigone wollte nicht die Gesetze des Staates hören und hat gesagt, obwohl der König hat gezwungen, den gestorbenen Bruder der Polynikis nicht begraben, ich werde das machen, trotz und gegen die Gesetze des Staates. Das war eine Anarchie. Digitalisierung ist Segen und Fluch zugleich, wie jede radikale technologische Neuerung. Aber der Kampf um Oasen der Freiheit geht auch im Netz weiter, auch wenn viele einstige Freiräume inzwischen ökonomisch besetzt sind. Das Internet. Habe ich kennengelernt als erstes wirklich als Produktionsort für künstlerische Experimente mit Klang, ja, mit Musik. Mit dem, dass es ganz zu Beginn eigentlich ganz schwierig war, tatsächlich irgendwie Sound zu übertragen. Also die Datenmenge übers Netz zu bringen in dem Zustand, wie das Netz damals war, war ganz schwierig. Ungefähr so Mitte der 1990er ändert sich die Politik, dass mehr und mehr Restriktionen aufgetaucht sind, in dem, wer jetzt diese Infrastrukturen eigentlich nutzen kann. Bis dorthin war es recht offen für Leute, die halt interessante Projekte gehabt haben. Es hat einfach auch ein paar so offene Labore, so Labs gegeben, wo man einfach das nutzen hat können. Und in der Zeit, so dann Mitte der 1990er, habe ich dann das erste Mal mit freier Software zu tun gekriegt. Und die Grundidee der freien Software und der ganzen Open-Source-Bewegung auch, ist nach wie vor eine, die ich wahnsinnig gern mag, weil sie sagt, das, was da ist, soll man verwenden können, man soll es verändern können, man soll das, was man selber verändert hat, wieder zur Verfügung stellen können. Das soll nicht an ökonomischen Möglichkeiten hängen und vor allem soll man wirklich das Recht haben, das zu verändern. Anarchie ist von der Grundidee her so, dass man sich gemeinsam darauf einigt, welche Regeln wir haben und an die halten wir uns, und wenn wir sie ändern wollen, dann ändern wir sie und es gibt Regeln, wie man die Regeln ändern kann. Und wenn ich mir das vorstelle, ja, dann glaube ich, dass es nach wie vor total wichtig ist zu schauen, dass diese Infrastruktur nicht zentralistische, monopolistische wird komplett. Ich meine, es ist eh schon sehr weit am Weg in die Richtung, oder es ist eh schon weit dort, aber es gibt noch Bereiche im Netz, die noch einfach frei nutzbar sind. Was uns wichtig ist, als Kollektiv ist, Open Source ist eine Art Allmende. Und in dem Moment, wo Kapitalismus eine große Spaltung macht von denen, die Zugang haben und die nicht Zugang haben, ist eine Allmende überlebenswichtig. Weil Open Source können alle runterladen und weiterentwickeln. Und das ist eigentlich der Hauptbestandteil unserer Workshops. We are totally in the empowerment. Wenn ich will, dass diese Infrastruktur zur Verfügung steht, dann muss ich mich darum kümmern. Ja, und wenn das, was Staaten tun, offensichtlich viel zu langsam ist in dem oder auch zu kontrolliert ist von Geld oder es einfach nur Firmen gibt, die das tun, dann muss man sich halt irgendwie anders organisieren und schauen, dass man andere Formen von dieser Nutzung irgendwie zusammenbringt, was auch bedeutet, dass man sich mit dieser Technologie wirklich auseinandersetzen muss. I decided to devote myself to the presentation of anarchism as social philosophy which aims at the emancipation, economic, social, political, and spiritual of the human race. Emma Goldman war wohl die wichtigste Vertreterin des libertären Feminismus. Sie war eine rastlose Aktivistin, die riesige Seele füllte, aufgrund ihres Mutes und ihrer klaren Sprache eine gefürchtete Gegnerin, weswegen sie 1919 nach 25 Jahren Aufenthalt aus den USA deportiert wurde. Ms. Goldman, should the government here object to your
speeches of anarchism. Would you change them or leave the country? I will leave the country rather than deny my ideas. Dilla Dirik ist Akademikerin sowie Frauenrechtlerin, die sich intensiv mit Emma Goldman beschäftigt hat, sowie aus eigener Anschauung die Entwicklungen in Richtung Selbstverwaltung und Emanzipation kennt, die gegenwärtig in dem kurdisch kontrollierten Teil Nordsyriens namens Rojava stattfinden. Sie sagt ja auch, dass der Mann auch nicht dadurch befreit wurde, dass er jetzt das Recht zu wählen bekommen hat, sondern er kann selbst, auch ohne den Staat, sich selbst organisieren auf viel einfachere und direktere Art und Weise. Und ich denke, das ist auch ein Grund, warum wir als kurdische Frauenbewegung in Emma Goldman so eine inspirierende Person auch sehen. Sie hat da sozusagen Befreiung allumfassend holistisch gesehen. Ja, auf jeden Fall. Und sie hat auch gesagt, dass wir nicht nur gegen die Phänomene der Unterdrückung kämpfen sollten, dass wir keine Pflasterlösungen suchen sollten, sondern wirklich radikal an die Wurzel gehen und versuchen, woher kommen denn diese ganzen Hierarchien, woher kommt denn diese Autorität vom Staat. Und der Staat, also wie Historiker ihn oft bezeichnen, der erste Staat sozusagen, wurde auch in Mesopotamien gegründet. Und damit sind viele verschiedene Herrschaftssysteme auch entstanden und wurden weitergeführt. Und wir können nicht in der Quelle der Unterdrückung unsere Freiheit suchen. Und das sehen wir auch in den Ausdrücken der kurdischen Freiheitsbewegung heute, wie in Rojava zum Beispiel, im nördlichen Teil Syriens, dass versucht wird, eine Freiheit anzustreben, die eben nicht das gleiche System des Staates wiederholt, wo wir nicht nur irgendwelche Individuen sind, die dem Staat gehorchen, sondern dass wir selbst unserem politischen Willen durch direkte Aktion, durch autonome Organisierung schaffen können. Und ich denke, das ist auch viel näher an der Natur unserer Gesellschaft, aber auch in den Gesellschaften überall auf der Welt, dass der Staat, wie auch Emma Goldman wieder sagt, die Quelle der Unterdrückung ist und dass wir, wie gesagt, nicht erwarten können, dass der gleiche Staat, dass die gleiche Institution dann zur Quelle unserer Lösung wird. Ich bin selbst als Flüchtling in meiner Kindheit nach Deutschland gekommen und das hatte auch natürlich damit zu tun, dass die kapitalistischen Staaten, die ihren Militarismus immer international bedenken müssen. Das heißt, der Waffenhandel zwischen der Türkei und Deutschland hat uns, als die meisten kurdischen Mitbürger, die hier in Deutschland leben, hierher gebracht. Und hier in Deutschland mussten wir dann ebenfalls auch, um auf die Situation in Kurdistan aufmerksam zu machen, versuchen, internationale Solidarität aufzubauen. Aber die kurdische Gesellschaft musste in der Heimat, aber auch in Europa, immer internationalistisch denken, weil wir eine Bevölkerung sind, die in vier verschiedenen Nationalstaaten lebt, die unsere Identität entweder verleugnet haben, uns aktiv diskriminiert haben oder auch Genozid veranstaltet haben gegen unsere Gemeinde. Und das hat uns natürlich auch geprägt. Es wird lange dauern, die untertänige Konditionierung des Menschen zu überwinden. Weiterhin flüchten sich viele in die leeren Versprechen von Sicherheit und Ordnung, anstatt einen eigenen Weg hin zu größerer Gerechtigkeit und Freiheit zu suchen. Es stellt sich die Frage, ob Hierarchie, Ausbeutung und Gewalt die enormen Herausforderungen, denen sich die Menschheit gegenüber sieht, meistern können. Oder brauchen wir Alternativen, um künftig zu überleben? ...1941 sind wir gezwungen, unsere Heimat zu verlassen. Damals war ich 5 Jahre alt. Wir sind zu Fuß von Dorf hierher gekommen. 3,5 Stunden zu Fuß praktisch. Sind wir in ein Boot
von dieser Stelle losgefahren. Sind wir nach Syrien und von Syrien nach 2-3 Monaten sind wir nach Ägypten, nach Kairo. Und wir haben um Hilfe gebetet, um uns zu schützen wegen des Krieges. Hier ist ein Boot, die vor 5 Jahren ist aus Türkei hierher gekommen mit ca. 40 bis 50 Flüchtlingen aus Osten. Ich habe dieses Boot genommen und habe die da drauf gesetzt als Symbol. Und diese Plakette, darunter schreibt Folgendes. Hier sind wir angekommen von Osten, gejagt von Barbaren, die unsere Heimat vernichten. Die Leute hier, die kamen vor 5 Jahren. Von 75 Jahren, die haben das selbst gemacht, von hier nach Osten. El sistema es totalmente falso y mentiroso. Siempre tienen el escaparate de los derechos humanos, pero en el fondo lo que hace es destruir sistemáticamente todos los días los derechos humanos de los países empobrecidos hasta extremos dantescos y de los países también enriquecidos, porque en los Estados Unidos hay 40 millones de personas que no tienen derecho a vivienda, 40 millones de personas que no tienen derecho a médicos y la marginalidad es creciente en los propios Estados Unidos, son países ricos. Por tanto, yo creo que el ser humano no es posible en ninguna de las partes. Y si queremos una humanidad diferente, tenemos que acabar el capitalismo. O nosotros acabamos con el capitalismo, o el capitalismo está acabando con nosotros y con el planeta en el que habitamos. Mein Onkel, Georgi Konstantinov, hat 10 Jahre in Gefängnissen und Lagern zugebracht. Davon 6 Jahre in Einzelhaft. Er wurde gefoltert, sein Schlaf wurde zerschlagen. Er hatte viel Zeit, darüber nachzudenken, was für eine Bedeutung anarchistische Prinzipien in Zukunft für eine globalisierte Welt haben könnten. Мисля, че ще изправи пред следващите 25-30 години човечеството пред избора анархия или смърт. Мисля, че единствената възможност за излизане от кризата, към която се върви, криза и социална, и интернационална, е създаването на общество, в което няма държава и няма капитал. Значи, според тебе най-важният фактор са системните противоречия на капитализма, който не може да реши нито един от голямите проблеми на човечеството в бъдеще. Ами не може да реши, защото самото технологично развитие с автоматизация и роботизация води до безсмислие на съществуването на капитализма, защото когато всичко се произвежда автоматично и няма работници, няма заплати, капиталистите ще бъдат принудени да раздават това свое производство под различни форми и начини, което ликвидира смисъла на капитализма, чиято главна цел е печалната. Doch wie wollen wir eine wirklich freie und gerechte Gesellschaft nennen? Der Begriff Kommunismus ist seit der sowjetischen Erfahrung verunglimpft. Das Wort Anarchismus weckt bei den meisten Menschen leider negative Assoziationen. Всички думи са отцапани в резултат на демагози, в резултат на
стремежите се към власт, към богатство. Още с Френската революция и нейния девиз свобода, равенство и братство се видя какво остана. Болшевиките отцапаха всичко друго, но все пак до сега, според мене, не са намерени по-точни понятия, изразяващи социалната и стопанска организация на обществото, отколкото анархията и комунизма. Комунизъм като икономическа организация, а анархия като обществена организация. Man muss sehr oft gar nicht so weit suchen, um Oasen der Freiheit zu finden. Die finden wir so oft in Freundschaften, die wir haben, innerhalb der Familien, in denen wir leben, in Gemeinden, in der Kunst, in verschiedenen Kulturen. Aus dem Grund denke ich, dass Oasen der Freiheit nie so weit weg sind und sie bestehen in jedem von uns drin, aber wir müssen versuchen, sie in Systeme umzuwandeln. Thank you.